just taking it one day at a time. Still don't know what I'm trying to find. Really, I don't mind, cause I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah. No longer focused on yesterday. And I don't care, the rest will say whatever they want. What's left to say? What's left to say? Cause I'm leaving. Hallo und herzlich willkommen bei Boxer Bus Garage. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video wird es um diese Teile hier gehen. Warum? Habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Wir werden hier und heute anfangen, Kleinteile zu lackieren. Aus dem einfachen Grund, ihr seht, es ist riesen viel Platz hier drin. Wo ist das Offroad-Projekt? Ganz einfach, das habe ich gestern zum Lackierer gebracht. Ja, es ist endlich soweit. Ich habe mit dem einen guten Kurs ausgemacht. Hab gesagt, ich bringe dir die Karre vorbei. Trailer habe ich hier sogar noch stehen. Also es ist gestern ganz wild gewesen. Wir haben heute Mittwoch, am Sonntag habe ich mit ihm geschrieben und er kam vorbei. Da haben wir das dann alles geklärt. Dann kam er am Montag an und sagte mir, du kannst das Auto vorbeibringen. Und gestern am Dienstag habe ich das Auto dann schnell vorbeigebracht und deswegen haben wir jetzt Platz. In der Zeit, wo das Offroad-Projekt natürlich jetzt beim Lackierer steht, das werden so um die 3 bis 4 Wochen wahrscheinlich sein, vielleicht auch 5. Ich habe gesagt, Junge, mach dir keinen Stress. Ich habe jetzt sowieso betrieblich viel zu tun. Ich möchte, dass das Ergebnis gut ist. Deswegen lass dir Zeit. Er hat auch den Arsch voll Arbeit. Von daher hat uns das beiden ganz gut funktioniert miteinander. Und ja, wir sind jetzt soweit. Wir werden diese Teile hier alle lackieren. Und dazu habe ich mir natürlich neuen Lack besorgt und den werde ich euch natürlich jetzt auch zeigen. Wir haben hier 3 Liter schwarzen Raptor Lack. Ja, ich hatte schon öfters angemerkt, dass wir das Fahrzeug Raptoren wollen, aber ich muss euch leider enttäuschen, ich habe eine Abmachung mit meinem Lackierer gefunden, wir müssen ein bisschen drüber beraten und er hat zu mir gesagt, Junge, dieser Raptor, das ist ja schön und gut, aber fürs Überlackieren ist der schon mal nichts. Habe ich noch nie gemacht, gebe ich keine Gewährleistung und auf gar nichts. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wir werden den VW-Bus bis auf die gleiche Kante, wie wir Raptoren wollen, mit normalem Steinschlagschutz, überlackierbarem Steinschlagschutz bearbeiten. Und dann wird er das Auto komplett lackieren, sprich wir werden ein komplett Ton-in-Ton-Fahrzeug haben. Am Golf 2 zum Beispiel kennt man das. Da sieht man auch unten den originalen Unterbodenschutz, der dann zusätzlich überlackiert worden ist, damit der Wagen einheitliche Farbe hat. So werden wir das auch machen. Ich weiß nicht, ob wir eventuell noch Akzente irgendwie setzen werden. Müssen wir mal schauen. Aber ich habe mir hier Raptor gekauft, aus dem einfachen Grund. Damit möchte ich gerne die Stoßstangen vorne und hinten, sowie die Kleinteile unten, wie zum Beispiel die Ersatzradmulde, damit bearbeiten. Und zwar geht es um die Ersatzradmulde. Die ist natürlich Wind und Wetter ausgesetzt. Deswegen habe ich mir gedacht, werden wir die auf jeden Fall Raptoren, auch wenn man mal das Auto hochnimmt oder so. Ist es eigentlich ganz cool. Eigentlich ist es total unnütz, aber ich habe 3 Liter von dem Zeug gekauft, weil ich es nicht in kleinerem Maßen jetzt auf die Schnelle bekommen hätte. Und deswegen habe ich gesagt, egal, werden wir das mit bearbeiten. Dann natürlich die Stoßstangen, damit die später auch zu der Struktur von dem Unterbodenschutz einigermaßen passt. Es wird nicht hundertprozentig miteinander passen werden, weil der Raptor ein bisschen feinkörniger ist, sage ich jetzt mal, und der Unterbodenschutz bzw. der Steinschlagschutz, kein Unterbodenschutz, also wirklich richtiger, guter Steinschlagschutz, der ist so, ja, wellig, würde ich mal eher behaupten. Dann müssen wir uns überlegen, was mit dem Grill ist. Der Grill, den wollte ich natürlich auch jetzt lackieren in Schwarz-Hochglanz. Wir haben den schon mal lackiert in Schwarz-Matt, aber ja, ich möchte ihn doch in Hochglanz haben, sowie den unteren Grill. Wir werden wahrscheinlich noch irgendwann mal auf Safari-Grill umbauen. Für die, die nicht wissen, was das ist, der Safari-Grill geht bis hier einmal komplett rüber und versinkt dann mit in den Blinkern. Werde ich in der nächsten Zeit aber nicht haben, deswegen lackieren wir den unteren Grill auch erstmal mit. Die Gritter wiederum weiß ich noch nicht, ob wir die in Raptor machen sollen. Da hätten wir dann vielleicht ein bisschen Kontrast oben. Das kann man jetzt natürlich hier gerade schlecht sehen. Hier haben wir natürlich den Kontrast bei dem Schwarzen zu dem Blauen. Und so hätten wir vielleicht zusätzlich noch die Struktur. Ich werde einen mit Raptor machen und einen schwarz lackieren. Ich habe die Dinger hier noch übrig. Also ich habe noch einen zweiten und einen dritten Satz. Von daher macht das nichts. Notfalls werde ich den Satz komplett machen und dann verkaufen. Aber als allererstes müssen wir jetzt alles erst einmal schleifen. Heute ist wieder 35 Grad, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Und nachdem ich das Auto geschliffen habe, habe ich auch keinen Bock mehr.
aber es muss sein, ich möchte das ja fertig kriegen. Deswegen fangen wir jetzt an, alles zu schleifen und können dann anschließend lackieren. What's up? Yeah, we do it all day, dog. I bite and you play, dog. I don't like the way that you play, dog. Every night that we packing them in, third of my shoes, tracking them in. On stage emotion, we laughing again. Go to work all day with the pad and the pen. Look up in the sky, see a plane, see a bird. OCD, we go to work. OCD, we go berserk. Got me and a team and super genius. Now we off in outer space. Push them off and out the way. Get that coffin out my face, I said. Do that to the break of dawn. Right now we gotta break them in. Right now we gotta break them off. Right now we gotta break them in. Every night that we leave you, don't get mad, don't get that. You text me and I text back. I'm in first place and you dead last. So up in the sky. Think I seen a play. Think I seen a play. Jetzt kann ich mir vorstellen, warum diese Stoßstangen noch Ecken dran haben. Für alle, die es nicht wissen, ich habe diese Stoßstangen bei Michael gekauft. Und dadurch haben ich und der Michael uns eigentlich erst kennengelernt, denn ich habe diese Stoßstangen halt bei ihm gekauft, wir sind ins Gespräch gekommen, wohnen nicht weit voneinander weg, ist ein cooler Dude und seitdem haben wir halt viel miteinander zu tun. So einfach geht das, so kann man Freundschaften schließen. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, er hat die Stoßstangen wahrscheinlich nicht abgemacht, weil er wusste oder es versucht hatte, diese zu lösen. Die Schrauben sind komplett vergammelt. Ich werde jetzt diese losflexen müssen, damit ich die Ecken abnehmen kann, denn ich will da drunter ja auch lackieren. Vorteil bei diesen Stoßstangen an dieser Stelle ist, dass es Originalstoßstangen sind. Woran erkennt man das? Ganz einfach. Erstens, die Originalstoßstangen sind viel massiver. Ich habe an dem Replika drin, also ganz normale, die man irgendwo im Internet kaufen kann. Problem bei diesen ist, wenn ich hier drücke, sieht man, ich kann hier wirklich mit Kraft drücken. Ah, die verwinden sich nicht. Bei der brauche ich wirklich nur ein bisschen drücken und die verwindet sich. Der nächste Punkt, woran man das erkennen kann, ist diese Aussparung hier. Denn diese Aussparung sieht für mich original aus. Es ist abgerundet hier auf die Seite, ist ein bisschen verlängert worden. Wahrscheinlich, weil hier die Öse von dem Anhängerkupplungsteil ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo es hier liegt. Bei mir liegt sie hier drunter. Für dieses Teil hier an der Seite. Das ist ein bisschen dicker, glaube ich. Und manche Stoßstangen haben hier so eine Öse dran. Deswegen ist das wahrscheinlich geweitet. Aber man sieht hier dran originale Rundungen. Die Nachbauten sind komplett glatt, also sind durchgehend. Und da müsst ihr dann selber ein Loch reinmachen, wenn ihr Anhängerkupplung habt. Des Weiteren erkennt man das an diesen Punkten hier. Die Replika haben meistens hier diese Punkte nicht. Denn auch die Replika-Stoßstangenecken haben hier solche Nasen, worin das dann versenkt werden kann. Das sieht man natürlich jetzt ziemlich schlecht. Doch, hier kann man es erkennen, wo die Nasen dann sind. Und dadurch wird diese Stoßstangenecke dann gehalten. Das haben die anderen nicht. Die Nachbauten, da fehlt das. Und da schraubt ihr die ganz normal nur über die Schraube und über die Seitenschraube fest. Wobei ich mittlerweile die Seitenschraube eigentlich gar nicht mehr drin habe. Denn ich habe das bei mir gecleant. Weil ich das Problem hatte, dass das Loch immer gerissen ist und da immer Rost kam. Ja, ich werde für heute Schluss machen, werde dann morgen weiter die Sachen hier schleifen. Hier ist noch ein bisschen Rost an der Stoßstange, das müssen wir noch ein bisschen beseitigen. Die eine Delle, die hier drin ist, müssen wir mal schauen, ob wir die rausspachteln können oder ob wir noch ein bisschen dengeln können, weiß ich nicht genau. Vielleicht lassen wir die auch drin. Ich schaue, wie das Schleifbild dann ausschaut, weil auf diesem grauen Hintergrund, wenn es geschliffen ist, kann man viel besser die Unebenheiten erkennen. Und damit soll es dann morgen weitergehen, aber für heute mache ich erstmal Schluss. Nächster Tag und neuer Akku für die Kamera. Ich habe gestern Abend noch einmal die Grills beide lackiert. Da fehlt noch der Klarlack, leider habe ich gerade keinen da, deswegen muss das erstmal so bleiben. Aber habe ich gestern schon mal vorgearbeitet, gerade noch die zweite Schicht drauf gemacht oder heute Morgen besser gesagt, kann jetzt trocknen. Ziergitter hatte ich hier auch irgendwo liegen, hier oben drauf liegt es, habe ich auch schon einmal in Schwarzglanz gemacht. Den anderen werden wir ja raptern und gucken dann mal, wie es dann ausschaut. Als nächstes geht es weiter mit meinen Stoßstangen. Da
Da werden wir jetzt mit Brunox einmal die Innenseite mit Brunox Rostumwandler bearbeiten, damit der Rost, der Flugrost, der da drin ist, ein bisschen eingedämmt wird. Anschließend können wir die dann schon beiseite legen. Da hinten steht noch die andere Stoßstange. Da muss ich aber erst die Stoßstangenecke noch abmachen und dann muss das alles geschliffen werden. Stoßstange selber habe ich gestern sogar auch noch geschliffen. Also ich habe noch sehr, sehr viel ohne Kamera gemacht, weil es das Wetter einfach zugelassen hat. Es war noch ziemlich kühl dann und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir das durchziehen. Heute wieder 36 Grad, deswegen wollen wir ranklotzen, damit wir gleich bei 36 Grad, wenn richtig die Sonne brennt, für heute Schluss machen können und nicht in der Garage hocken. I wanna wake up to a butler with a joint roll for me to help me head upwards. While I clear my head, I wanna discover that Natalie Portman is under my covers. Pull a blank check, get a water slide from my room to the pool. And I ain't worried about school, I'll take a paycheck and buy a couple of A's so my grades will amaze. Looking like I was Harvard made, sexy made, yes. And I got places to be and seen in some magazine, rolling in a limousine. I got people to do, a couple things to see. Kick it at a mansion, partying with Charlie Sheen. I'd hit the studio with Kanye. Make a couple hits while we sippin' Bombay. Einer Tag ist angebrochen. Wir haben schon wieder 1, 2, 3 Tage beziehungsweise schon 2, 3 Wochen später. Ich komme momentan einfach zu gar nichts, weil ich betrieblich sehr eingespannt bin. Aber egal, es soll weitergehen. Ich habe hier die erste Tour schon fertig. Das werden wir jetzt als allererstes Raptoren. Die Stoßstangen liegen gerade draußen zum Trocknen. Ich habe mich doch entschieden, dass ich die zwei Stellen zumindest ein bisschen spachtel. Ich hoffe, dass der Raptor dann ein bisschen noch was rausnimmt an Konturen, sprich, dass man das nicht mehr so sieht. Aber die große Delle, glaube ich, weil die genau vorne war, spachteln wir weg. Ich weiß nicht mal, ob der Raptor überhaupt da drauf hält. Wenn nicht, müssen wir dann alles runterflexen, also schleifen und dann nochmal neu machen. Aber ich probiere es jetzt einfach aus, weil dann weiß ich, ob das funktioniert oder nicht. Ja, wir werden als erstes, wie gesagt, diese Teile hier alle Raptoren. Wie gesagt, das Gitter mal zum Gucken, dass wir das dran halten können. Ich habe überlegt, ich werde das Armaturenbrett einmal komplett Raptoren, weil ich habe jede Menge Raptor gekauft. Und die beiden Teile da vorne, was das da oben drauf ist, werde ich in einem späteren Video mal anmerken. Wer es weiß, kann es in die Kommentare schreiben. Und jetzt soll es weitergehen mit dem Raptor. Problematisch beim Raptor ist, ich habe beim Kaufen nicht darauf geachtet, mir die in Dosen zu kaufen. Deswegen das letzte Video ging ja hier über Steinschlagschutz. Eigentlich habe ich das nur gemacht, erstens weil das Wetter gut war und ich wollte es sowieso machen, klar. Aber ich brauchte genau so eine Dose, weil normalerweise kann man den Raptor auch in so einer Dose kaufen. Ich habe es total verpeilt in dem Moment und habe mir 3 Liter Sog gekauft. Jetzt muss ich das natürlich selber nochmal mischen in diese Dose, weil ich sonst nicht mit dem Kompressor aufbetragen kann. Damit soll es weitergehen. Ich würde sagen, let's go und wir gucken, dass wir die ersten Teile geraptort kriegen. My progress is all that I think about. I still remember when you niggas laugh. All I do is working, I don't see nobody else. So what the hell is competition? I don't wanna fucking up. You niggas say that you got it, but man, I never say that. We showing lyrical prowess with the content. I'm very adamant, I plan to master this, making the most of the time that I got. Cause I'm young at the moment, I won't be forever. I need to focus and do nothing else. It's an affirmation, I repeat to myself. I pray to God that I keep it together. Can't sell myself for no diamonds and gold. I'm as cold as they come, I do not need no friends. I could do this alone, I will not accept help. I got faith in the path that I chose for sure. I want the legacy, not the allure. Your misleading illusions and not for the poor. Die ersten Teile sind mit Raptor beschichtet. Ich bin ja semi zufrieden. Und zwar hier habe ich ein bisschen zu viel aufgetragen. Dadurch haben wir jetzt so eine Unterbodenschutz-Optik. Wenn man jetzt zum Beispiel hier rüber geht, so soll es eigentlich aussehen. Ganz, ganz fein. Und hier ist es sehr dick. Fällt jetzt nicht auf. Da wir an dem VW-Bus später, also an dem Offroad-Projekt, bis auf diese Kante hier auch Unterbodenschutz haben und der dann überlackiert ist, sprich die Struktur passt dann einigermaßen zum Lack und geht dann über in die Stoßstangen. Die habe ich jetzt an einer Seite mal probeweise gemacht, bin ich auch sehr zufrieden mit. Natürlich hier vorne nicht, da muss ich noch ein bisschen schleifen, aber das ist der Vorteil bei diesem Raptor. Ich kann jetzt einfach die zweite Schicht von der anderen Seite vorsichtig drüber nebeln und dann ist gut. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, wenn man eine sehr feine Struktur haben möchte, muss man etwas weiter weggehen und gut nebeln und sehr schnell arbeiten. Sonst bekommt ihr halt diese Optik
von dem Steinschlagschutz, weil es dann einfach zu dick wird. Hier ist mir das sehr, sehr gut gelungen. Hier hatten wir das Problem, die erste Schicht war sehr dick und ich habe das dann antrocknen lassen, habe dann nochmal mit etwas weiterer Entfernung übergearbeitet und jetzt haben wir hier wirklich eine sehr schöne Struktur. Natürlich, dieser Raptor-Lack ist zwiegespalten. Wir haben ja einen kompletten Bus mal vorgestellt damit von Gianluca. Einfach mal in den vorigen Videos gucken. Ich werde das hier oben irgendwo mal im Laufe des Videos nochmal verlinken, dieses Video. Und da könnt ihr euch dann anschauen, wie so ein ganzer Bus damit ausschaut. Vorteil bei Raptor ist, er ist sehr, sehr hart. Man kann ihn wirklich zerkratzen. Du kannst mit dem Schlüssel drüber gehen, also da passiert gar nichts, weil das ist extra ein Lack für Ladeflächen, eine Ladenflächenbeschichtung extra aus Amerika. Und man weiß ja, die Amis, die hauen ja richtig auf die Kacke. Und wenn das Zeug da hart steht, wenn auf der Dose draufsteht, das Zeug wird hart, dann wird das auch hart. Ich lasse das jetzt alles erstmal in Ruhe ablüften. Mache heute wahrscheinlich nichts mehr. Werde dann schauen, dass wir die Stoßstangen morgen schleifen können. Dann können wir den Rest auch Raptoren. Zum Raptor selber. Ich habe jetzt 1 Liter von dem Raptor und 250 Milliliter ungefähr von dem Härter benutzt. Ich habe mir das hier selber gemischt. Und ich habe wirklich noch ein ganz bisschen wegschmeißen müssen, also ausspülen müssen, weil du echt nicht viel, weil du echt nicht viel von dem Zeug brauchst. Es wird ja ganz förmlich genebelt, sage ich jetzt mal. Natürlich, hier müssen wir nochmal nacharbeiten, aber ich habe noch genug. Ich werde, glaube ich, dann nur noch 500 Milliliter anmischen. Und das Zeug ist ja nicht weg. Das kann man ja auch für andere Sachen benutzen. Zum Beispiel, wenn man im Garten irgendwas Metallisches hat oder so, weil es auch sehr, sehr gut als Rostvorbeugung gilt. Ja, ich will gar nicht so viel quatschen. Wir lassen das alles ablüften und sehen uns gleich wieder, wenn wir die Stoßstangen fertig machen. Nur eine Stunde später. Ich hätte nicht gedacht, dass der Raptor wirklich so schnell aushärtet. Ich kann hier schon draufpassen. Ist noch nicht ganz durchgehärtet. Aber ich kann auf jeden Fall schon drauf rumlangen, ohne irgendwas dreckig oder kaputt oder irgendwelche Spuren zu machen. Deswegen habe ich in der Zeit schnell die Stoßstangen jetzt gespachtelt und geschliffen. Die werde ich jetzt einmal schnell mit Silikonferner abwaschen, dass der ganze Staub runter ist. Und dann werden wir die auch noch schnell raptoren, weil dann sind wir mit dem Raptoren erstmal fertig. Come on, you know how the story go. I see through these motherfuckers like cash cans. And if they talking back, I just give them the backhand. Think I work for Apple the way I give them the Mac, man. Only partially ballin' motherfuckers is Pac-Man. Goddamn! I'm just playing. Die Stoßstangen sind nun auch fertig. Somit sind wir mit dem Raptor erst einmal durch. Ich muss sagen, ich habe viel zu viel gekauft. Ich habe jetzt 1,5 Liter gebraucht und habe jetzt noch 1,5 Liter übrig. Also wenn ihr was damit machen wollt, ihr braucht davon anscheinend doch nicht so viel. Wahrscheinlich kommt es dadurch, dass ihr so eine dünne Schicht machen müsst, wenn ihr so eine Fallstruktur haben möchtet, wie ich das jetzt gemacht habe. An sich war das eigentlich ganz flott. 2 Stunden, 3 Stunden bin ich jetzt dran und habe jetzt alle Teile, so wie ich sie haben will, geraptored. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, mir ist eine Sache aufgefallen. Wenn ich jetzt dieses geraptorte Teil hier so sehe, und wir nehmen uns jetzt einfach mal, wo lege ich das denn am besten hin, das Schwarz-Hochglanz lege ich auch mal daneben, legen das mal vorsichtig hier in die Sonne, dann gehen wir hier rüber, muss ich ehrlich gestehen, ich glaube, wir werden, man sieht, glaube ich, gar keinen so großen Unterschied auf der Kamera. Hier sieht man natürlich, ja, man sieht, dass es geraptert ist. Aber ich glaube, wir werden die normalen Schwarz-Hochglanz-Lüftergitter einbauen. Aus dem einfachen Grund, ich glaube, dass das zu der Optik von dem VW-Bus besser passt als zum Offroad-Projekt. Weil wir hier auf ein sehr cleanes und gutes Außenkleid arbeiten. Sprich, wir werden da sehr, sehr viel Geld und Zeit reingesteckt haben, wenn der fertig lackiert ist. Und da sieht es einfach eleganter aus, wenn diese Sachen glanz sind. Ich werde den anderen noch dabei raptoren, die Tage, wenn ich da Zeit für habe. Also wenn jemand Lüftungsgitter haben will, die geraptort sind, einfach mir mal per Instagram schreiben. Ich glaube, ich werde mein Lüftergitter in Glanz machen. Ja, das wäre es mit diesem Video gewesen. Natürlich noch einmal die wunderschönen Stoßstangen für euch
die mir wirklich sehr, sehr gut gelungen sind. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil diese werden vorne auf dem Fahrzeug sofort erkennbar sein. Die Stoßstangenecken, da fällt es nicht so auf. Und das Armaturenbrett sowie unser mysteriöses GFK-Teil werden wir im Innenraum verbauen müssen. So viel kann ich schon sagen. Also wenn jemand weiß, was das für ein Teil ist, einfach mal in die Kommentare schreiben. Der gewinnt einen Sticker. Und zwar so ein, wie auf meinem Daily T3 sind. So, welche Sticker habe ich noch? Die sogenannten Boxerbus trifft Sticker habe ich sie jetzt getauft. Also wenn ihr so einen haben wollt, schreibt mal da rein. Wenn es richtig ist, kriegt ihr einen zugeschickt. Ganz einfach. Der erste, der sich meldet, hat das Ding gewonnen. So, das war's jetzt. Ich will gar nicht so viel quatschen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Raptor, dafür, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe. Kann man da nicht großartig meckern. Ich habe meine Kenntnisse damit jetzt mehr als verbessert, würde ich sagen. Ich habe jede Menge Zeug übrig, um noch irgendwas anderes voll zu jauchen. Werden wir mal sehen, für welche späteren Projekte wir das vielleicht noch gebrauchen können. Ich würde sagen, das war's wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Damit ihr auch nichts mehr verpasst von dem Offroad-Projekt, denn das kommt die Tage hoffentlich zurück vom Lackierer. Und dann können wir anfangen, ihn zusammenzusetzen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Peace und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, und übrigens, der Grill natürlich ist auch fertig. Habe ich ganz vergessen, jetzt noch zu zeigen. Beide Grills auch wieder in Glanz. Bin ich sehr zufrieden. Wir werden diese Naht hier noch ein bisschen aufpolieren. Vielleicht machen wir uns noch ein neues VW-Zeichen in Chrom. Weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall ist er schon wieder zugestaubt, wie man hier sehen kann. Deswegen kommt das Glanz gerade nicht so zur Geltung. Aber jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace. Und ich bin raus. You know what I'm saying? Everything just a part of my plan. Cause really I ain't shit, I'm just a man. Chillin' in my city, spendin' money like Diddy. Hundreds and fitties, I'm spittin' gritty. While you sittin' pretty, who fuckin' with me? First name Bobby, but I spit that crack like I was Whitney. Started as a hobby, but who knew back then what this shit would get me? And now they all up on the scrotum. The second I told them these lyrics, I wrote them, acting like I owed them. Not a lot of people understand my words, cause I encode them. Now these bitches give me the top of the totem. Allow me to break it down, I feel like I'm breaking down. Till I hit the mic and cook up the shit that I'm making now. Kinda like Quentin Tarantino, me's only built for Cuban licks, Mugambinos at the casino. Blowing my nose with a C-no. Some people call me Robert, cause I'm all about the dinero. You talk a lot of shit, that's why you sound like a culero. You fucking battle, my lyricism is fatal, mendejo. All up in my business while I'm just trying to get the queso. Life is about the peso, in English that means the money. And if your buzz is as big as mine, you'll get all the honeys like. Every time I think I gotta go.